Yo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Uranium. Und das ist jetzt mittlerweile Folge 13. Und frisch geheilt gehen wir wieder ans Werk. Und bekämpfen die Trainer auf dieser Route. Ich glaube, wir werden von dieser Route dieses Mal wirklich nicht entkommen, weil wir haben 19 Minuten erst Zeit. Und ich glaube, die Trainer kämpfen alleine. Also wenn das stimmt, was der Professor gesagt hat, dauert die Route sehr lange. Wir sollten uns besser vorbereiten für diese Route. Also denke ich mir, okay, dann ist es halt so. Ich will jetzt unbedingt Ehrenmax trainieren, sodass er sich endlich mal entwickelt. Ich weiß nicht, wann er sich entwickelt, aber wir haben ja ein Level 19er Ehrenmax, also eine Level 19er Weiterentwicklung gesehen. Und somit könnte es sein, dass es auf Level 19 bereits soweit ist. Aber ich sehe jetzt schon wieder, wir sollten nach diesem Move auswechseln. Auch wenn er fünfmal auf Ehre getroffen hat. Hä, war das jetzt schon das sechste Mal? Sechsmal? Okay, wir gehen aufs Ganze. Es ist paralysiert und wir moven, wir moven. Und treffen wir. Ja, reicht. Es macht halt wahrscheinlich nicht so richtig. Fast Level Up! Aber wir wechseln mal nicht und wir wechseln instant. Ja, wir wechseln instant auf. Es ist Psychogift. Haben wir irgendwas gegen Psychogift? Nein. Oh ja, wir haben was gegen Giftboden. Ernestine, komm und regel. Auf! Wir sind nicht vergiftet, das ist schon mal gut. Magnitude, wenn es 7 ist, reicht es aus. 8 reicht auch. Easy. Tot. One hit. Habe ich gewusst. Ja, Ehre. Scary Face. Weiß ich nicht, soll ich das lernen? Ah, ich meine, why not? Ist eigentlich so egal. Und? Bin ich traurig. Jetzt bin ich traurig. Es entwickelt sich nicht. Das macht mich traurig. Ich brauche einen Paraheiler. Habe ich gar keinen Paraheiler? Antigift, Gegengift, Burn Heal, Full Heal. Okay, wir müssen Full Heal einsetzen. Ist auch okay. Also, was in diesem Spiel krass ist, ist, dass es immer so aussieht, als würde es zwei Wege geben. Derweil gibt es immer einen Weg und so einen Nebenweg. Und das ist eigentlich auch ganz interessant. Ah, Ehrenmax. Wenn du jetzt einen Kampfmove hättest, das würde so zerstören, wirklich. Ich will nicht gegen wilde Pokémon kämpfen, da leveln wir so langsam. Schneller würden wir auf jeden Fall leveln, wenn wir endlich einen Kampfmove auf Ehrenmax hätten. Oder wenn es entwickelt wäre. So ist es halt nervig. Ah, da wäre wieder ein Kampfmove geil. Warum können wir nicht einfach einen Kampfmove können? Bitte. Ich will einen Kampfmove haben. Vielleicht haben wir eine TM. Können wir dann schauen. Ja, jetzt können wir eh nichts machen, außer kämpfen. Okay, wir müssen auswechseln. Es macht eh keinen Schaden. Ich meine, was? Kann. Es trifft oft, das ist gut. Warum trifft das so oft? 6 times. Das ist das Maximum, das ist einfach gut. Es ist normal. Keine Ahnung. Ja, Nestine regelt. Bin ein bisschen müde. Ich weiß nicht, warum ich müde bin, ich habe ausgeschlafen. Keine Ahnung. Magnitude. 5. Macht jetzt nicht viel Damage. Aber es ist ganz gut. Also mit nochmal 5. Also ich besiege es. Voll asleep. Ich bleibe einfach. Weil wenn ich jetzt auswechsel, bringt es halt auch nichts. Ich warte einfach darauf, bis dass ich wieder aufwache.
Wieder mal zum Last Hitten die stärkste Intensität, die es gibt. Das ist so geil. Es ist auch immer so. Es ist immer so. Original. Ich wechsle wieder auf. Keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Oh shit, es ist wieder dieser Hund. Aha! Da wechsle ich wieder aus. Aber nur auf die Erde. Get wrecked by my static, boy! Water Gun und du bist dran. Haha, guter Reim. Eigentlich nicht. Aber das ist einfach fast gereicht, aber es hat nicht gereicht. Oh shit! Oh shit! Ehrlich war die Attacke mal so stark, wie sie sein soll. Also wie sie sich anhört, sagen wir so. Hä? Achso, das war Ausdauer, gell? Mhm. Aber jetzt tot. Tot bist du. Ehrenwert Level 20. Aber nur für die Ehre. Ah, ich wechsle auf jeden Fall aus. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab noch immer nicht gecheckt, dass es für ein Typ ist. Aber Bite ist halt nicht sehr effektiv. Alter, da kannst du lang probieren, Bruder. Ist auch nicht sehr effektiv. Aber ich crit und ich treffe einfach öfter. Und das deswegen ist dann stark. Ja, komm. Bruder, ich treffe das 6-mal, oder? Ich weiß nicht, ob man immer 6-mal trifft. Ja, scheinbar. Das heißt, das ist, wenn ich jetzt... Bruder, das ist nicht sehr effektiv. Und jetzt komme ich mit meiner doppelten Crit-Chance und mache diesen Move. Das heißt, das ist die Strategie dahinter gerade. Also, offiziell halt, von Pokémon geplant so. Ich habe jetzt einfach... Wenn ich jetzt crit, war das wegen dem Move. Wenn ich nochmal crit, war das wieder wegen dem Move. Ja, easy, so geht das. War leider kein Crit, aber man kann nicht immer critten. Nochmal ein Crit. Und? Reicht! Ja! Ja! Also ich glaube, oben geht's nicht weiter. Oder? Hä, es sieht überall so aus. Überall sind 10.000 Trainer. Es sieht so aus, als würde es überall weitergehen. Oh, der ist unser Kleiner. Ah, den haben wir schon. Das ist, Hermann ist jetzt schon auf einem guten Weg. Beat up. Ich weiß nicht, was das für ein Move ist. Ich glaube, den gibt es im Original-Pokémon gar nicht. Aber er ist cool. Er trifft halt immer 6-mal, oder? Ja, Ehre. Also, außer der Gegner ist halt davor tot. Unehrentier. Da muss ich wechseln. Ah, kein Bock auf dieses Tankoon. Also mit dem Kampfmove wäre es ein One-Shot. Aber in dem Fall warten wir einfach mal. Also ich will da nicht kämpfen. Da will ich zu viel verlieren. Denn das Tier, also das Pokémon ist ziemlich stark. Muss man zugeben, ja. Fairy Wind, wenn's crittet, one hit it. Ja, ich hab den Call gemacht. Ehrenmax reached kein Level up, das ist schade. Trainer. Ich wollte eigentlich heilen, bevor ich den Trainer bekämpfe. Aber okay. Firoki, das ist das Feuer. Firoki. Also die Feuerameise. Sollte Kiefer Feuer sein. Ha, sollte mir. Der Typ sollte mir ziemlich egal sein.
besiegst mit einem Movener und ich glaube, ich hatte 38 Leben. Ich glaube, ich müsste es überleben. Ja. Ich sollte es schaffen. Wenn ich jetzt einmal crit, dann habe ich 6. Okay, ich hab's so. Oh ja. Der hat Max regelt. Barant. Ich wechsle einfach aus. Ich hab gerade keine Lust. Ich möchte schauen, wann sich das Schaf entwickelt. Bar Schaf. Ehrenhans. Oh shit. Was ist das für ein Tier? Bar Schaf entwickelt sich. Level 22. Okay, das ist eigentlich ziemlich spät. Und ich möchte jetzt wissen, was das für ein Pokémon ist, was gerade gekommen ist. Ich finde es ehrlich gesagt nicht und ich will es auch nicht die ganze Zeit suchen. Also, werden wir es einfach mal mit Giga Drain. Dann haben wir schon viel herausgefunden. Hallo? Willst du das nicht mal einsetzen? Okay. Nicht sehr effektiv. Schaut so aus, als wäre es Typ Gift oder so. Ich werde jetzt nochmal meinen Fairy Wind probieren. Got deleted! Okay, das ist traurig. Ich bin gerade traurig, weil sie Ehrenmax erst im Level 22 entwickeln. So. Erstmal heilen. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, jetzt habe ich keinen Trank mehr. Jetzt habe ich nur mehr Supertrank. Aber gut. Ich schau mal weiter. Los, Ehrenmax! Irgendwie gar keinen Bock. Auf das Pokémon. Ich hab gesagt, ich hab keinen Bock auf das Pokémon! Danke. Alter Mann! Was hast du zu bieten? Was kannst du mir bieten? Expert Benjamin! Pflanze, Boden. Sollte mir in dem Fall einfach egal sein. Ich setze Fokus-Energie ein. Also Energiefokus. Und sollte dann schön critten können. Tantra kann mir egal sein. Ich bekomme zwar jede Runde Damage. Aber, ziemlich viel sogar. Also das war ein nicer Move von dir. Ich werde dich aber jetzt abbieten. Oh, macht schon viel Schaden. Darf man nicht unterschätzen. Crit. Crit. Oh, 6 times. Das heißt, ich glaube, ich schaffe jetzt auch ohne kritischen Treffer. Ehre. Kann ich jetzt eigentlich im Sandgrab austauschen? Ich möchte nämlich nicht gegen Menki kämpfen, wenn ich im Sandgrab bin. Okay, geht. Hermann! Du magst einen Erkater und das muss reichen. Ja, bekommst du nicht. Ja! Benjamin, du bist definitiv nicht so weise, wie du aussiehst. Hey, da ist eine Wespe. What the fuck? Warum ist da eine Wespe? Ich habe nicht gedodged. Und die Wespe sieht mir gerade zu. Sie ist genau hier neben der Kamera. Sie ist weggeflogen. Sie kommt zu mir. Wie kommt eine Wespe in mein Zimmer? Ich habe ein Fliegengitter.
Keine Ahnung. I don't get it. Okay, das ist Stahl, das heißt, die kann es nicht besiegen mit ihren Max. Oh, sie hätte natürlich einen Kampfmove. Ist ein Kampf-Pokémon und hat auf Level 20 noch keinen Kampfmove. Also das will ich mir jetzt geben. Man lernt das seinen ersten Kampfmove. Leute, kein Stress. Ich schaue das jetzt einfach nur nach. Okay, die Seite spackt. Da schauen. Das finde ich cool, dass es schauen, wie schauen das Schaf heißt. Erster Kampfmove. Revenge. Level 25. Das heißt, können wir noch lange warten. Hätten wir auf Level 14 eins gefangen, hätte sogar noch eine Kampfattacke gehabt. Aber kann man ja nicht wissen. Man hätte es Fußkick gekonnt. Und wir alle wissen ja, Fußkick ist die. ist eine solide Kampfattacke auf jeden Fall. Hat zwar variablen Damage, also man kann sich nicht darauf verlassen. Aber. Sollte klar gehen. Hey Wespe, bitte nerv mich nicht. Ich will nicht, dass du mich während der Aufnahme stickst, okay? Oh! Es hat auch Sturdy. Weißt du, das Gute? Das hat zwar jetzt mehr Init, aber ich habe Aqua Jet und das ist. Destroyed! Okay, das war. Diese Trainerin, diese wurde deleted. Da geht schon wieder in eine Höhle. Hm. Wir schauen mal. Okay, das sieht so aus, als würde es da nach oben gehen. Route 7, Route 9. Derzeit sind wir aber noch Route 6. Das heißt, nach unten ist der Weg, der nicht weiterführt in eine neue Stadt. Oder ein neues Gebiet auf jeden Fall. Weil es wird ja nicht ohne Grund die Route 9 schon sein, die links nebenan ist. Also Route 7 sollten wir als nächstes betreten. Das heißt, wir können da, ja genau, da können wir nicht hin. Sorry, it's error, it's under construction. Ja, ist okay, kein Problem, habe ich jetzt. Schau Leute, das seht ihr, klassischer, einfach nur Pattern kopieren. Ich glaube, das ist ein Fehler. Schau da, die Grafik, nein. Ist nicht cool. Also grundsätzlich bin ich mit der Grafik sehr zufrieden und ich will mich wirklich nicht aufregen. Aber das Pattern gerade war irgendwas. Wow! Hello! Aber kein Bock, ich weiß nämlich selbst, wie stark der Typ ist. Also gehe ich einfach mal. Hä? Ist da irgendwie ein Item oder so? Sieht so danach aus. Okay, sieht nach gar nichts aus. Tenkun. Hätte ich einen Kampfmove, hätte ich gefightet. Aber so, kein Bock. Hey Leute, wisst ihr was? Wir klappern noch alle Trainer in der nächsten Folge dann ab. Und dann schauen wir in die Höhle rein. Ich weiß nicht, ob das in der nächsten Folge ist oder ob sich das noch nicht ausgeht. Aber das ist auf jeden Fall der Plan für die Future. Oh shit. Den machen wir beim nächsten Mal an. Fuck, das würde bedeuten, ich müsste jetzt noch eine Folge aufnehmen. Habe ich Zeit dazu? Naja, ich habe Zeit, glaube ich. Scheiße, der Trainer. Nein, weißt du was, ich mache einfach die Folge länger. Kein Bock, dass ich da jetzt noch eine Folge aufnehme. Ich habe jetzt schon, glaube ich, die vierte Folge für den Tag aufgenommen. Und das reicht erstmal. Also nicht, weil ich das Spiel nicht mehr spielen will, sondern einfach nur... Weil ich mich dann bereit machen muss, es fortgehen und die Wespe will ich dann auch aus meinem Zimmer entfernen. Natürlich lebendig. Schauen schnell, was das für ein Typ hat, dann können wir es besiegen. Ah, es ist Wasserunlicht. Okay, das heißt, unser Unlicht-Move macht auch weniger Schaden. Okay, aber... Ah, kein HP mehr. Okay, dann ist auch okay. Ja, nicht sehr effektiv.
Träum weiter, du Kleiner. Aber wir haben die lowere Init, das heißt, es ist nervig. Hm. Vielleicht critten wir. Ja! Somit geht der ganze Kampf ziemlich schneller. Ziemlich schneller. Diese Aussage wieder. Bist du ein kleiner Genie, Bernie? Bitte noch ein Crit. Nein. Oh, es war ein Crit. Aber es hat nicht gereicht. Aber jetzt reicht's. Auch ohne Crit. Skurr, skurr, skurr. Oh, das war der ganze Gegner. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir machen dann an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, stay tuned und ciao.